Warum gilt die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro nicht für Erwerbsminderungsrentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 17.12.2020 wurde bekannt gegeben, dass im Jahr 2021 für die Altersrenten die Hinzuverdienstgrenze auf 46.060 Euro steigt. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll diese Hinzuverdienstgrenze nur für Altersrentner gelten. Und viele Rentenbezieher einer EM-Rente, teilweise oder volle EM-Rente, gehen ja neben der Rente auch noch einer Beschäftigung nach. Und für die volle EM-Rente gilt die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro. Und für die teilweise EMR, also für die teilweise Erwerbsminderungsrente, gibt es dann eine individuelle Hinzuverdienstgrenze, die ausgerechnet werden muss. Für die neue Hinzuverdienstgrenze 2021 für die Altersrenten gibt es mehrere wesentliche Gründe, warum diese nicht auf die Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner ausgedehnt wurde oder angewendet wird. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber diese Hinzuverdienstgrenze erstmal nur für die Altersrenten angehoben. So steht es wörtlich auch in der Gesetzesbegründung zu der neuen Vorlage geschrieben. Und wer neben einer vollen Erwerbsminderungsrente mehr als 6.300 Euro dazu verdient, der bringt sich sozusagen selber immer ein bisschen in Gefahr, dass man ihnen diese volle EM-Rente wegnimmt. Denn die deutsche Rentenversicherung würde ja schon mal komisch gucken, wenn sie dann auf einmal anfangen und sagen, okay, ich habe dieses Jahr 46.000 Euro neben meiner vollen Erwerbsminderungsrente dazu verdient und die möchte ich jetzt anrechnungsfrei haben, dann wird die deutsche Rentenversicherung bei Ihnen wahrscheinlich ganz genau hinschauen und gucken, wie viele Stunden Sie da in der Woche dafür gearbeitet haben. Und dann kann Ihre volle Erwerbsminderungsrente einfach weg sein. Und der dritte Grund liegt schlicht und ergreifend in der Zielsetzung. Denn die Erwerbsminderungsrente wird ja nur deshalb geleistet, weil Sie wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr arbeiten können. Und wenn Sie jetzt auf einmal so viel Geld verdienen, würde ja der Zweck der Rentenleistung völlig unterlaufen werden und die deutsche Rentenversicherung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, würde komisch gucken und fragen, na Mensch, wenn der so viel verdient, dann kann der ja wieder ganz normal arbeiten, dann nehmen wir dem die Rente weg. Volle Erwerbsminderungsrentner, die einen Hinzuverdienst von mehr als 6.300 Euro im Jahr haben, die sollten sich darüber immer im Klaren sein, dass die deutsche Rentenversicherung bei Ihnen genauer hinschaut, ob Sie die gesetzlichen Stundenvorgaben für eine volle Erwerbsminderung auch tatsächlich einhalten. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.